Boah, bei Patrick finde ich das wirklich unfassbar schwierig, weil ich glaube, 90% der Straftaten, die er begeht, begeht er nur, weil er vielleicht ein bisschen anders denkt als die anderen Fische und vielleicht nicht so ganz begreift, dass das eine Straftat ist. Ich denke mal, vor Gericht wird vorher noch ein IQ-Test gemacht werden und ich denke mal, er würde für viele Strafen gar nicht bestraft werden. Für viele Straftaten. Denkst du gerade dasselbe wie ich? Nö, vermutlich nicht. Heute schauen wir uns die Taten von unserem Lieblingsseestern an und vergleichen ihn mit den anderen Charakteren, die wir bereits behandelt haben. Wird er einen neuen Rekord aufstellen? Was ein Preis? Und auch dieses Mal kurz zur Info, ich bin kein Anwalt, die Videoidee kommt von Mosett, wir nutzen das kalifornische Gesetz. Schreibt mir gerne, wenn euch noch was aufgefallen ist. Dann ist es wohl Zeit zum Starten. Ist es schon Zeit, um auf YouTube kannst du alles sein, auch ein Anwalt. Die erste Tat ist das Eindringen in Sandys Kuppel ohne ihr Wissen. Hausfriedensbruch ist bei Patrick eine gängige Tat. Er kommt alleine hier auf 96 Verstöße. Aber es ist nicht Sandy, die am meisten abbekommt, sondern unser guter Thaddäus Tennisball. Beispielsweise bläst er ihn heiße Suppe ins Gesicht. Ah, heiß! Aber auch Zerstörung. Okay, mit der heißen Suppe. Wäre es mit dem Haus von Tarillos. Ich glaube, das wird doch never ever. Also wenn, gut, es kommt auch drauf an, was für Brandblasen der hat, also was für eine Verbrennungsgrad, Grad 1, 2 oder 3, ne? Und wenn es 3er Grad wäre, wäre es ja dann wirklich schwere Körperverletzung. Aber auch da würde ich wieder sagen, weil Patrick, ich glaube, der hat vor Gericht da wirklich gute Chancen, da rauszukommen, ohne eine wirkliche Strafe absitzen zu müssen. Aber auch Zerstörung steht auf der To-Do-Liste. Wie wäre es mit dem Haus von Thaddäus? Er hat auch kein Problem damit, den Gehweg zu verschmutzen. Auch Gesetzeshüter respektiert er nicht vollkommen und gibt sich selbst als Beamter aus. Er ist ebenfalls beteiligt beim Diebstahl der Rakete, die Sandy zum Mond befördern soll. Am Mond ist er dann auch verantwortlich für multiple Freiheitsberaubung, das ihm dann schon mal lebenslänglich einbringt. Patrick hat wirklich einen interessanten moralischen Kompass. Mysteriös und komplex. Als SpongeBob als Qualle in der Natur leben will, versucht er ihn zu fangen und ihn als Trophäe auszustellen. In der nächsten Episode gibt er sich als Thaddäus aus, indem er eine Koralle ins Gesicht bekommt. Und ja, er zerstört weiteres Eigentum, was dann in die kleinere Kategorie fällt und mit einem geringeren Ausmaß bestraft wird. Das war eine linke Nummer. Wurmi als Schmetterling ist zwar furchteinflößend, aber deshalb die ganze Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen und illegalerweise Flächen zu plakatieren, entschuldigt diesen Anblick dann auch nicht. Er betreibt einen Stand ohne Genehmigung, gemeinsam mit SpongeBob. Ich glaube mal nicht, dass er mit der Lebensmittelvergiftung der bunten Burger etwas zu tun hatte, also gehen wir weiter zur Verschmutzung des Bodens. Für seine Sauberkeit bekannt. Seife? Was ist Scheiße? In der Weihnachtsepisode fällt er den Baum von Thaddäus auf seinem Privatgrund und sperrt dann die Quallen ein, als auch noch ein Tierquäler. Wenn wir schon bei Tieren sind, er nutzt Wörter wie und bekommt dadurch auch ein Bußgeld für Fluchen in der Öffentlichkeit. Das ist doch alles Algengrütze. Also, ich frage mich gerade, wenn man jetzt eine wilde Qualle, gibt's ja hier überall, ne? Habe gestern erst eine gesehen in Netto. Nee, aber wenn man jetzt ein wildes Tier mit nach Hause nimmt und das Tier erstmal ins Gehege macht, ne, weil man vielleicht dem Tier helfen will, ist das sofort Tierquälerei? Also, weil wenn ich jetzt Beispiel jetzt einen Löwe retten würde, Deutschland gibt's ganz viele Berglöwen, ne, Erzgebirge. Ganz bekannt. Nee, aber wenn ich ja jetzt einen Löwe jetzt zu mir nach Hause nehmen würde, weil ich sehen würde, okay, der Löwe ist verletzt, und ich will den Löwen ja nur in meiner Wohnung aufpäppeln, aber ich kann ja meine Wohnung jetzt nicht extra umdesignen für den Löwen, dass er hier, ne, so Sahara-Vibes bekommt. Weiß ich nicht, ob das direkt Tierquälerei ist, ne, weil dann, ja gut, dann wäre ich ja auch ein Tierquäler, weil ich habe ja Meerschweinchen. Und da würde mir jeder zustimmen, das ist definitiv, ist egal, wie tiergerecht man sein möchte, auch, ne, die haben ja die ganze Wohnung Platz und die haben 5000 Häuser, die haben Spielsachen, die können immer rein und raus, pipapo, pipapo, pipapo. Trotzdem weiß ich ganz genau, dass es immer noch nicht artgerecht. Artgerecht wäre es halt einfach in der freien Natur. Also an sich ist jeder ein Tierquäler, selbst derjenige, der, keine Ahnung, Läuse hat im Genitalbereich. alles tun. Beispielsweise eine Absperrung für Eiscreme zu durchbrechen, dann noch einen Krampf bekommen, um Hilfe schreien und dann SpongeBob mit ihm in die Fluten reißen, wenn er ihn retten will. Ein sehr guter Freund. Auf jeden Fall hilft er ihm, die Bank auszurauben. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das für eine gute Freundschaft steht. Und auch er lügt beim Verkauf von Schokolade. Mann, 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 da kommt einiges zusammen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Das glaubst du, aber wir sind noch lange nicht fertig. Aber was macht Mr. Star eigentlich, um Spaß zu haben? Naja, an seinen freien Abenden, wenn er sich nicht gerade fast tot arbeiten muss, bricht er bei Leuten ein und stiehlt deren Eigentum. Beispielsweise die Höschen von Mama Krabs. Ich will gar nicht wissen, was er damit anfängt. Denn auch er rennt regelmäßig ohne Kleidung in der Öffentlichkeit herum. Denk doch mal an die Kinder. Was haben wir sonst noch so? Er bricht im Zoo in ein Gehege ein. Ja, wisst ihr noch, als Patrick den Bootsführerschein beim ersten Versuch geschafft hat? Er überfährt dann direkt 3 rote Ampeln und ist verantwortlich für einen Unfall. Zusätzlich fährt er von der Polizei davon, während er anhalten soll. Also doch nicht so ein guter Fahrer. Aber wenn wir schon bei Beglaubigungen sind, er hat einen Anglerschein. Heißt das, er darf andere Fische einfach so umbringen? Das alleine würde ja schon reichen, dass er ewig im Gefängnis versauern würde. Aber wenn er diesen Schein ausgestellt bekommen hat, wird das wohl legal sein. Komische Welt. Stopp diesen Wahnsinn! Er klaut das Essen von jemandem. Genauso bezahlt er hin und wieder für sein Essen nicht. Da ist es kein Wunder, dass Mr. Krabs ihn hin und wieder für Minijobs anheuert, die natürlich nicht bezahlt sind. Beispielsweise stalkt er gemeinsam mit SpongeBob Plankton, um herauszufinden, was er im Schilde führt. Er ist unsichtbar wie ein Ninja. So hat er es ja auch geschafft, dass er bei Sandy... Praktikum. Oder FSJ. Ich war eine Fachkraft im FSJ. Jeep mitfahren kann, ohne aufzufallen. Jedoch auch ohne, dass er die Erlaubnis dafür hatte. Ich bin nämlich schnell, ich bin fies und ich kann den hier. Mehr als ich. Weiter geht es damit, dass der um 5 Uhr morgens laut herumschreit. Thaddäus braucht doch seinen Schönheitsschlaf. Als nächstes geht er während dem Konzert einfach auf die Bühne. Also wieder Hausfriedensbruch. Er ist anscheinend gerne an Orten, an denen er eigentlich nicht sein sollte. Beispielsweise läuft Patrick auch auf dem Highway während der Rush Hour herum und verursacht damit einen schweren Bootsunfall. Ab ins Gefängnis mit diesen rosanen Verbrecher. Als er wirklich mal verhaftet wurde und im Knast sitzt, verkleidet er sich, sodass der Wärter ihn nicht mehr erkennt und er aus dem Gefängnis rausspaziert. Dann würde ich also aber den Wärter vielleicht ja, entweder mal zum Augenarzt schicken oder der ist vielleicht auch doch ein bisschen fehl am Platz. Knast sitzt, verkleidet er sich, sodass der Wärter ihn nicht mehr erkennt und er aus dem Gefängnis rausspaziert, also quasi ausbricht. Dieser Seestern mit seiner Wampe bricht dadurch wie nichts. In der Episode der Fremdenführer... Wie kriegt man denn in Amerika? Weil in Deutschland ist es ja nicht illegal, wenn man jetzt aus dem Knast rausspaziert. Wenn man nicht andere Straftaten begeht. Wie ist denn das in Amerika? Gibt es da, keine Ahnung, für jeden Tag dann nochmal extra Knast? Oder gibt es da einfach eine Strafe? Also wenn du einen Knastausbruch gewagt hast und dann, keine Ahnung... ein Jahr lang weg bist oder nur einen Tag weg bist, kriegst dafür trotzdem so oder so 10 Jahre länger. Würde mich mal interessieren, Mensch. Obwohl er die Ausbildung natürlich nicht hat und das nicht machen dürfte. Schon gar nicht, weil seine Führung durch private Häuser führt, in denen er gar nicht sein dürfte. Dann haben wir noch zum Abschluss, dass er die Türen im Flugzeug öffnet und damit dafür sorgt, dass 2 Flugbegleiterinnen und 2 Piloten rausgesogen werden. Dafür gibt es dann auch gleich pro Person 20 Jahre. So einen ähnlichen Fall gab es sogar vor nicht allzu langer Zeit, bei dem einfach die Tür aufgemacht wurde. Warum macht man das? Warum passiert mir sowas immer wieder? Also wenn wir wieder alles, was Patrick in 13 Staffeln angestellt hat, zusammenrechnen und immer von der höchsten Strafe ausgehen, kommen wir auf 2,5 Jahre Gefängnis. 3 Monate im Gefängnis sitzen. Und danach würde er eher in so ein Programm aufgenommen für spezielle Seesterne oder er kommt in betreutes Wohnen oder er kriegt einen gerichtlichen Betreuer. Und eine Geldstrafe von $104.690 und einmal lebenslang. Damit hat er sogar mehr Jahre ausgepasst als SpongeBob. Er wird derjenige sein, der wirklich von der Strafe am wenigsten absitzen müsste, ne? Nicht am Plankton rankommt. Da kann ich nur noch sagen, danke fürs Zusehen, brecht bei niemanden ein und wir sehen uns in der vorletzten Ausgabe wieder. Bye! Ich mein's Gold ernst, nehmen. Jemand ist hinter mir her, ich werde von der Stadt verlassen. Nee, dann mach ich das. Ja, ich glaube, aber auch so ein bisschen bei SpongeBob, ne? Ich bin ja kein Zuschauer oder so, ne? Aber, keine Ahnung, SpongeBob scheint ja im Kopf auch nicht so ganz klar zu sein. Vielleicht Autismus oder so, wie schon gesagt, ich will hier keine Diagnose stellen, aber selbst so ein Schwamm mit so einem Charakter würde vor Gericht bestimmt auch einen Bonus bekommen, ne? Definitiv. Kann ich mir gut vorstellen, weil er bei SpongeBob auch nicht immer alles versteht, ob das jetzt richtig ist, was er in der und der Situation getan hat, weil der vielleicht das auch nicht anders beigebracht bekommen hat, ne? Ich weiß, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber es wäre bei SpongeBob dann, oder bei Patrick keine Unwissenheit, sondern eher Krankheit, ne? Diagnose, ne? Ja, war interessant, sehr interessant. Ich dachte, dass er auf dem vorletzten Platz kommt, aber gut, auf dem zweiten Platz. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Unbedingt das Originalvideo angucken. Lasst Abos da, lasst Watchtime da, lasst Daumen da, lasst einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.